Für die Erstellung des Masterplans bearbeiten wir im Wesentlichen drei Schritte. Das ist zunächst die Analyse, wo wir uns mit der Stadt befassen, mit Statistiken, mit Leuten hier reden, um einfach so den Geist der Stadt auch zu erfassen. Das zweite, das ist eigentlich dann der zentrale Aspekt, ist die Definition, die Entwicklung der Vision und der Ziele. Das machen wir in einem interaktiv-kreativen Prozess. Und im dritten Schritt setzen wir das Ganze dann auch in konkrete stadtplanerische Pläne um. Die Potenziale, das sind die Chancen, die Offenbach momentan noch nicht im vollen Umfang nutzt. Und die wollen wir mit dem Masterplan bündeln und eben auch nach außen kommunizieren. Die Stadt Offenbach hat sich für den Masterplanprozess die Schwerpunkte Wohnen und Wirtschaft gesetzt. Das heißt, es sollen vorrangig Strategien entwickelt werden, wie man diese beiden Handlungsfelder stärken und entwickeln kann. Auf einer Fläche kann ich entweder wohnen oder arbeiten oder ich kann eine gute Idee haben, wie ich beides miteinander verbinden kann. Aber auch das, glaube ich, braucht planerische Ideen. Und was wir an diesem Wohn- und Wirtschaftsstandort dann noch besser machen können, das wird sicherlich auch der Masterplan uns aufzeigen, nämlich mit ganz vielen kleinen Handlungsfeldern, Handlungsalternativen, wo wir eben das gute Offenbach noch besser machen können. Die Region ist eine der wirtschaftsstärksten in der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt zum einen die Möglichkeit, sich über die Online-Plattform zu beteiligen, über den Blog. Es gibt auch Veranstaltungen wie die Auftaktveranstaltung, wo also alle Bürger eingeladen sind, sich zu beteiligen und ihre Ideen einzubringen. Und dass ein solcher Masterplan, der kreativ Sie mit einbezieht, der intelligent mit den Ressourcen umgeht, dass dieses ein ganz wesentliches Instrument ist. Mein Engagement liegt darin begründet, dass ich das komplette Konzept, einen Masterplan für Offenbach zu entwickeln, unter Bürgerbeteiligung mit neuen Medien in einer derart transparenten Form beispielhaft finde. Wenn man ein Kind hat, dann bekommt die Zukunft nochmal eine ganz neue Bedeutung. Und um da hineinzuwirken und sich dafür zu engagieren, wo wir leben und wo unsere Kleine aufwachsen wird, darum machen wir hier auch mit. Ich wohne hier, ich lebe hier. Ich habe es auch noch vor ein paar Jahren zu tun und ich will mitgestalten, deswegen bin ich hier. Ich möchte die Stadt näher kennenlernen, auch durch dieses Projekt und durch die Teilnahme und dann möglicherweise auch entsprechende Einflüsse auf die Wohnentwicklung geben. Dass die Offenbacher Bürger die liebenswerten Seiten der Stadt entdecken und natürlich auch auf wirtschaftlichem Gebiet mehr Prosperität in die Stadt gebracht wird. Ich bin beeindruckt, wie viele Menschen, wie viele Offenbacher zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Das ist für mich ein Lichtblick, was die Zukunft meiner Heimatstadt betrifft. Und wir hoffen, dass dieser Lichtblick zu einem großen Feuer wird.